Hallo, in diesem Video will ich euch den Teil 2 des B&R Broadcasts liefern. In Teil 1 ging es darum, dass wir einen Sender hatten, welcher einen Broadcast abschickt und den alle SPSen im Netzwerk empfangen. Jetzt soll es eben darum gehen im Teil 2, dass diese SPSen nun eben auch auf diesen Broadcast antworten können, und so können wir dann zum Beispiel in einer praktischen Applikation über den Sender ein Paket abschicken und alle SPSen liefern die Daten zurück. Und wir haben hier dann nicht nur die Daten dieser SPSen von den Nachrichten, sondern wir kennen damit dann auch die IP-Adressen dieser SPSen. Um dies zu veranschaulichen, wechseln wir nun ins B&R Automation Studio. Im Programm UDP.c haben wir das aus Teil 1 bekannte Programm vorliegen, und wir werden nun einen Sendeteil entwickeln. Als erstes werden wir aus der UDP Receive den Pointer P IP-Adresse verbinden. Über diesen bekommen wir die IP-Adresse des Senders, also der, den den Broadcast versendet, heraus. Wir deklarieren diese Variable in der Variablentabelle und geben der Variable den Typ vom String mit 15 Zeichen. Anschließend entwickeln wir den Sendeteil. Dazu fügen wir einen neuen Funktionsblock ein. Der Funktionsblock soll vom Typ UDP-Send sein. Und wir enablen den Funktionsblock genau dann, wenn wir eine Nachricht erhalten haben. Der Ident ist der gleiche aus UDP Receive. Hier wurde eben ein Open oben gemacht. Das kann ich hier jetzt wieder verwenden. Wir senden auf dem Port 4712 zurück. Und die Daten sollen die gleichen sein, die wir empfangen haben. Also verbinde ich hier pData mit diesem Array und eben auch mit der Länge. Wir wollen aber wirklich nur die Zeichen zurücksenden, die wir empfangen haben. Also setze ich hier die DataLength auf ReceiveLength. Das ist genau die Anzahl an Zeichen, die wir empfangen haben. Flex brauchen wir keine. Wir müssen anschließend diesen Funktionsblock noch deklarieren in der Variablentabelle. Und als pHost geben wir jetzt eben diese IP-Adresse an. Das heißt, über den Ident hier oben wird über den Port 4712 an diese IP-Adresse, von dem wir den Broadcast empfangen haben, ein Paket abgesendet. Ich caste hier den Pointer noch auf ein UDInt, um eben keine Compiler-Warnungen zu erhalten. Wenn UDP-Send abgearbeitet wurde, dann werden wir das Senden eben zurücknehmen, sodass nicht zyklisch auf ein empfangenes Paket geantwortet wird, sondern nur einmal. Nun können wir das Programm übersetzen. Ich stelle nun die IP-Adresse ein und werde das Programm an die SPS übertragen.
Das Programm ist nun übertragen und nun öffnen wir mit Steuerung W den Watch und fügen eben hier die IP-Adresse ein und einen Receive Counter, um zu sehen, ob eine Nachricht angekommen ist. Nun öffne ich Visual Studio. Ich habe hier ein kleines Programm vorbereitet, welches eben, wo man eben Nachrichten eingeben kann. Diese werden als Broadcast versendet und falls jetzt eine SPS eine Antwort sendet, dann wird diese auch wieder hier in diesem Programm dargestellt. Den Source Code zu dem Programm findet ihr auf meinem GitHub Repository. Ich verlinke es unten in der Videobeschreibung. Nun gebe ich eine Nachricht ein und bekomme von zwei SPSen eine Nachricht. Ich gehe wieder zurück ins Automation Studio und kann jetzt sehen, dass hier eben genau eine Nachricht angekommen ist von der 192.168.17. Das ist eben der PC, wo ich eben jetzt an die SPS was geschickt habe. Wenn ich jetzt eben wieder eine andere Nachricht eingebe, dann geht der Counter auf 2 und wir haben hier eben von 2 SPSen 2 Nachrichten bekommen. Die zweite SPS könnte hier eben ein Automation Studio sein, eine zweite physikalische X20. Ich habe dazu aber auch ein kleines Simulationsprogramm geschrieben, welches in einer virtuellen Maschine auf diesem Rechner läuft. Den Source Code zu diesem Programm findet ihr eben auch wieder auf meinem GitHub Repository. Nun kann es sein, dass es beim Übertragen eben öfters mal dazu kommt, dass UDP Open nicht mehr richtig arbeitet und das liegt eben daran, dass beim Übertragen des Programms eben nur UDP Open, aber kein UDP Close vorhanden ist. Dazu werden wir jetzt noch ein UDP Close hier unten einfügen, dass eben jedes Mal, wenn das Programm übertragen wird, zuerst UDP Close aufgerufen wird und dann nach dem eben wieder UDP Open. Dazu schreibe ich das in eine Duval-Schleife und wir führen diesen Funktionsblock eben genau so lange aus, bis er abgearbeitet wurde. Solange er busy ist, wird er erneut aufgerufen. Und wenn er was anderes als busy ist, dann kann er eben in Ordnung, ohne Fehler abgeschlossen sein oder es ist ein Fehler aufgetreten. Den Ident nehmen wir eben wieder aus UDP Open und UDP Close muss eben noch deklariert werden. Wir übersetzen das Programm und übertragen das Programm auf unsere SPS. Das Problem ist also nun behoben. In diesem Video haben wir gesehen, wie ein Sender einen Broadcast absendet und diese SPSen darauf reagieren können, eine Antwort senden können. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked das Video und abonniert den Kanal, falls ihr über neue Videos benachrichtigt werden wollt. Vielen Dank, bis zum nächsten Video.